Herzlich willkommen bei Natursprung. Heute wollen wir euch ein neues Werkzeug für den Garten vorstellen. Und zwar den Thermostick. Auf der linken Seite hier seht ihr ja diese Hotsticks, die wir in den vergangenen zwei Videos halt vorgestellt haben, wo man halt auf der einen Seite kaltes Wasser hineinleitet in einen Kompost oder in einen Biomeiler und auf der anderen Seite eben warm herausleiten kann und das durch 5 dieser Hotsticks und darüber eben warm Wasser aus Kompost oder anderen Rotten gewinnen kann. Genau. Und zwar hier in der Mitte beschäftigen wir uns gerade mit diesem Rohr, mit dem man ja durch die Löcher hier Wasser in den Meiler halt einführen kann oder aber auch ein Thermometer, um zu gucken, wie heiß ist das, muss ich da eventuell was nacharbeiten. Und da haben wir jetzt mit einem Kollegen zusammen eine Ergänzung erarbeitet, die den sogenannten Thermostick. Der besteht aus einem 80 cm langen Zinkrohr, das auf der einen Seite mit einem Thermometer und einer Schlitzöffnung versehen ist und auf der anderen Seite mit einem Gardena-Anschluss versehen ist und einem Anschluss, wo man Luft halt also einführen kann. Ihr seht also hier, kann man einfach den Gardena-Anschluss hier drüber setzen, klick, und eben mit einem Schlauch hier Wasser durch das Zinkrohr halt leiten. Bei diesem Anschlussnippel hier müsst ihr darauf achten, dass halt dieser Schlauch am Ende hier mit Heißkleber zugesetzt ist. Dass also, wenn ihr mit dem Wasser hier reinfahrt, dass also hier bei diesem Luftanschluss kein Wasser rauskommt. Für die Wasserzufuhr haben wir ja für die Hotsticks in den letzten Videos diese kleine elektrische 12-Volt-Pumpe halt benutzt. Ich habe die hier nochmal an den 18-Volt-Akku angeschlossen und die bringt also eine wunderbare Leistung. Hat hier unten einen kleinen Filter und ein Ventil und die hat also wirklich wunderbar durch 10 Liter durch dieses Gestänge da gepumpt. Also kann ich wirklich empfehlen. Wunderbares Teil. Und so kann man hier natürlich auch durch diesen Thermostick auch Wasser nachsteuern, um eben punktgenau Flüssigkeit in einen Meiler nachzupumpen. Wir gehen jetzt mal hier vorne an die Spitze, weil die, um die geht es eigentlich. Das ist so der kniffligste Teil am Thermostick. Und zwar ist hier der Messfühler für das Thermometer, für das Innen-Außen-Thermometer eingeklemmt. Und zwar nicht mit der Messsonde auf dem Metall anliegend angebracht, sondern eben seitlich, dass wir also dass von der Seite aus eben das Material gemessen werden kann. Genug Wasser, ich muss es glaube ich mal hier drauf setzen, dann ist es einfacher zu sehen. Genug Wasser kann rechts und links ausströmen aus dem Zinkrohr. Die Kabelführung für das Thermometer ist außen angelegt. Das ist mit Klebeband komplett umschlossen, dass also hier kein Abrieb, keine Verhedderung im Kompost halt entstehen kann. Ja, okay. Das heißt, hier vorne die Sonde ist gut eingeklemmt. Sie kann also mechanisch jetzt nicht herausgelöst werden. Sie ist geklemmt und geklebt. Und das Einzige, wo ein Druck ausgeübt wird, ist hier vorne auf der Spitze. Aber da, wie gesagt, liegt auch gleich
das Metall anschließend am Messfühler. Okay, soweit halt der Aufbau von dem Thermostick. Und hier seht ihr so ein handelsübliches Innen-Außen-Thermometer. Außen haben wir jetzt hier 16,2 Grad. Und ich würde jetzt mal mit euch mit dem Thermostick zu unserem Komposthaufen gehen, um zu gucken, wie lässt sich das Gerät in den Kompost einarbeiten. Okay, ich setze mal die Stange hier an. Was? Machen wir es mal hier. Und lege mir das Thermometer hier zur Seite. Wir haben jetzt hier 16,2 Grad. Und mit dem Nippel hier oben hat man also schön die Möglichkeit, den Stab auch hineinzuarbeiten. Und jetzt gehen wir nochmal tiefer hinein. Was haben wir jetzt hier? Bisschen erhöhte Temperatur, 17,2. Okay, wir können also hier das Material testen. Was haben wir hier? Mal schauen. Ups, 17,1. Also hier passiert gerade gar nichts oder wenig. Wir probieren es mal an einer anderen Stelle. 17,1, ein bisschen drehen. Aha, hier geht also die Temperatur ein bisschen nach unten. 16,4. Okay. Also die 11 Grad Erdwärme ist wahrscheinlich hier so am sich zeigen. Ihr seht also hier jetzt, wie das Material sich eingearbeitet hat. Also einmal oben das Loch ist ein bisschen zu, seitlich ist auch ein bisschen zu. Okay, das kann man dann also, wenn man das Wasser anschließt, dann eben ausspülen und direkt halt eben dann das Wasser punktgenau induzieren. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch zur Gießkanne, um euch zu zeigen, 1, 2, 3, den Stab einfach ein bisschen säubern vorne. Ja, ein bisschen ist noch was dran. Okay. So. Also, der Stab ist wieder frei, wieder offen. Ein Messfühler kann wieder verwendet werden. Ich lege mal jetzt wieder hier auf den Tisch. Und genau. Ihr seht, die Verdunstungskälte arbeitet jetzt vorne am Fühler, 13,3 Grad. Genau, also eine sehr stabile Lösung, um seinen Kompost zu untersuchen. Und jetzt möchte ich euch noch die Möglichkeit zeigen, wie man also mit der Luft arbeitet. Hier seht ihr einen Anschluss für ein Autoventil. Ihr seht, der Schlauch lässt sich wunderbar hier drüber arbeiten. Und dann könnt ihr mit so einer kleinen Handluftpumpe dann eben hier, ne, dann eben Luft reinpumpen. Wichtig hier, dass ihr dann hier beim Gardena-Anschluss oben einen Pfropfen auf den Schlauch halt steckt, damit die Luft also nicht in diese Richtung entweichen kann, sondern in diese Richtung. Und so habt ihr dann Feuchtigkeit und Sauerstoff, führt also zu einer Reaktion, Freudigkeit im Meiler und zur Erhöhung halt der Temperatur. Ja, soweit jetzt von uns zum neuen Thermostick. Ach so, was noch fehlt, ist hier für das Aufpumpen halt von Luftmatratzen kann man also auch hier, gibt es ja manchmal verschiedene Sets für die Luftpumpe, kann man also auch hier ein Autoventil aufschrauben und damit bequem auch diesen
die Luft in den Kompost halt auffüllen. Ja, gut, dann danke ich euch. Bis dann, tschüss.